Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde 7 Days to Die. Wer hätte es gedacht? Ja, wir hatten ja wieder schön das Glück hier zumindest eine neue Stadt zu finden und einen Born and Noble. Ich glaube, da kommt mehr. Ja, einen Born and Noble. Ne, ich bilde mir bloß schon wieder was ein. Genau, Born and Noble. Geschäftsbuch, Buchhandelladen. Ja, hat uns leider nur ein einziges Buch beschert, das wir noch nicht kannten. Und das war ein Branchbook. Naja, auch nicht schlecht. Obwohl ich nach wie vor immer noch drauf hoffe. Nach wie vor darauf hoffe, dass wir doch noch ein Zementbuch erhalten. Ich wünsche es mir einfach so. Ne, es ist einfach immer noch der Gedanke, dass ich mir denke, ah, ich würde hier so gern noch den Bunker gießen. Bevor die nächste Horde kommt, hatten wir da Paper drin? Ne. Ja, aber bis jetzt sagt halt noch immer mein Glück, nö, du. Für dich gibt's das nicht mehr. ja. Da ist es ja. Da ist es ja. Set it concrete. Alter, ist diese Pickaxe der Hammer. Nochmal ein Wrench-Schematik. Hunting Rifle Parts. Ach, warum eigentlich nicht? So, dann gucken wir aber weiter. Beziehungsweise ich packe erst so ein paar Habseligkeiten hier gleich mal in unser Minibike rein. Denn den guten Stuff hier, den können wir ja da gleich mal einsortieren und den Mist aussortieren. Wie immer. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Genau, alle rein, leere Gläser meinetwegen auch schon mal. Was sonst irgendwas? Wutdebris, Müllbandagen. Oh mein Gott, ich habe eigentlich nur Mist dabei. Okay, das kann ich nachher auch alles hier noch platt machen. Das passt dann schon soweit. Gut. What the heck? Lauf! Wir haben ein Laufrad. Kriegt man davon ordentlichen Screenshot her? Oh, jetzt geht's hier wieder rund. Also Minibike ist schon geil, aber goddamn laut. Oh ja. Da habe ich mir gleich eine ganze Horde hinterherzogen. Jeder zweite Schuss ein Treffer, oder? Alter, ist das geil. Ein Set It Concrete Book. Ich fasse es noch gar nicht richtig. Das heißt, wir werden hier, glaube ich, noch die Bullerei auskundschaften. Vielleicht sind da noch ein paar nette Waffenteile drin, aber dann heißt es ab nach Hause. Ah, das Ding ist fucking laut. Also, ich kann mir jetzt gerade schon vorstellen, wie das hier ausartet. Wenn man einen Bohrer auspackt, dass das hier für viel Spaß sorgt. Das auf jeden. Und ich glaube, wir haben die Hunde einfach umfahren. Ja, Alter, what the heck? Das zieht echt die ganze Nachbarschaft an.
Wie gesagt, so lange sind wir nicht mehr hier. Oh, Signore. So, jetzt ist aber dann hier Ruhe, du. So, sieht einigermaßen gut aus. Ich will da jetzt hier in das verdammte Häuschen hier rein. Wo ist denn die? Oder das? Oder der? Oh, nice Hatchet. Ja, die sind hier hinterm Haus. Hey, Dicker. Ne, das Brot nehme ich den nicht weg. So, jetzt hier aber rein. Rein in die gute Butz. Ist das hier überhaupt noch Polizei? Lustig, oder? Oh, und es ist schon wieder warm. Eigentlich finde ich es doch gerade relativ amüsant. Nachdem ich halt jetzt schon das Buch gefunden habe, kann ich wieder ein bisschen scherzen. Oh, wir kriegen, glaube ich, gleich Besuch hier. Hallo? Lady? Sie wünschen? Ach, okay. Nicht gleich hier im Kopf verlieren. Also wir haben die ganze Aufmerksamkeit für uns allein hier. Was brauchen wir hier? Ach, das ist nur die Küche. Mist. Oh, aber die Green Puffer Jacket, die nehme ich mal mit hier. Das ist ja der absolute Hammer. So. Scrap it, das weg, das weg. Scrappen. Alle scrappen. Es wird schon wieder langsam so Richtung Nacht. Schon wieder. Oh, da könnten wir jetzt eigentlich auch reinmarschieren. Ja, diese Herren hier haben ab und zu mal schöne Magnum-Teile parat. Ja, wie zum Beispiel der hier. Aber wie gesagt, das wird dann der letzte Punkt hier sein, wo es in diesem Städtchen denn. Ach, Arsch. Haben wir eine Pistole drin? Nö, haben wir leider nicht. Ja, denn da möchte ich noch ein bisschen betonieren. Da, 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 da. Scrap it. Pistol? Nein, keine Pistol. Murky Water. Das darf da gar nicht drin bleiben. So. Schauen wir mal hier ins Büro noch rein. Oh, eine Brown Puffer Jacket. Ich weiß, ich bin hier total begehrt. Und ich glaube halt leider, unsere Ex macht nicht mehr lange mit. Short Barrel, komm. Ich habe nicht mal die Bauanleitung für eine Short Shotgun.
So, dann gucken wir uns noch hier oben um. Hier sollte irgendwo genau eins im Hügel liegen. Das kennen wir. Und ich glaube, ich nehme jetzt hier mal die Easy Fire Axe her. Die ist, glaube ich, fast genauso gut wie die andere. Oh, ein Buch. Ein Buch nehmen wir natürlich mit für Shotgun-Munition. Das kennen wir auch schon. Oh, Moldy Bread, sehr schön. Können wir noch mehr Antibiotika machen? Dann sollten wir uns wirklich sputen. Und sowas. Beschert uns der große Munitionspackage hier. Jämmerlich, oder? Und hier? Ah, auch schön. Das ist doch mal schön, wenn man einfach mal nichts findet. Dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, wie man das Nichts nach Hause bringt. Denn wenn für nichts mehr Platz ist im Inventar, dann passt es, oder? Oh my goodness. Ja, ich bin schon, wie gesagt, schon halb in der Alpha 14. Aber es ist hier schön, noch ein paar Sachen zu finden. Einfach komm, Scrap Lead, kommt hier raus. Das ist hier natürlich schon der Hammer. Also, das muss ich schon mitnehmen. Da hilft mir gar nichts. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Dosenfisch. Oh ja, ein Pistol Barrel. Sehr schön. Short Shotgun, das wird gleich mal gescrappet. Duct Tape. Kommt das Duct Tape? Nee. Das fliegt raus. So. Schön. Jetzt haben wir auch wieder ein paar sinnlose Sachen eingeheimst. Wie die ganzen Klamotten. Aber hey, who cares? Who cares? Wir haben ein Set Kopf, und das ist das Allerwichtigste. So, und somit gleich wieder auf dem Rückweg. Wir dürften es noch gutzeitig schaffen und dann kann ich, wie gesagt, hier noch ein bisschen betonieren, noch ein bisschen Holz machen. Für SMG, ja, da haben wir halt einfach keinen. Wobei, ich könnte hier eigentlich noch eine Runde drehen und gucken, was hier noch so alles da ist, denn mir scheint, dass hier vielleicht noch der ein oder andere Laden ist. Oh, da haben sie mir eine kleine Wanderhorde geschickt. Tanken müssen wir auch bald. Denn wenn hier jetzt noch ein schöner Laden ist, so vielleicht ein Working Stiff, da könnte es dann nochmal richtig geiles Werkzeug geben. Oh, es ist so grausam. Dieses Ding ist so grausam. Grausam, aber gut. Also da kann man sich ja überhaupt nicht beschweren, dass das Minibike nicht gut war. Okay, da hinten haben wir einen Laden. Ja, nicht dich, einen Laden haben wir. Und es ist ein Shamway Foods, oder? Der unnötigste Laden ever. Und so ein Häuschen wäre auch richtig schön, das mal auszubauen. Tatsache, Shenway Foods. So, da vorne ist noch ein Laden, oder wie sieht das aus? Komm, pack das Zeug da rein. So, und jetzt würde ich hier nämlich gern tanken. Er scheint mir ein Shotgun-Messiah zu sein. Sollte dem stimmen, dann haben wir auch noch mal richtig Glück. Jawohl.
Es ist ein Shotgun-Messiah. Alter, so nicht. Das macht mich gerade ein bisschen nachdenklich, wenn dem ein Headshot mit einer Flawless Shotgun hier gar nicht mehr so viel ausmacht. Kriegen wir natürlich wieder einen Ad nach dem anderen rein. Ich glaube, da drin wohnt einer. Einmal nix. Sehr schön. Kommen Sie bitte rein, Lady. Oh, 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 oh. Es könnte jetzt dann wirklich hier ein bisschen gefährlich werden. Denn... ja, es wird langsam Nacht. So, die Ladies werden ein bisschen aggressiver hier. So ein klein wenig. Die hinten lassen wir einfach die Tür mal aufmachen, das passt soweit. Ach du Kacke, ach du Kacke. Passt das schon? Ich glaub nicht. Komm, komm. Doch, bei ihr hinten rechts auch, da waren wir schon dran. Mich bitte jetzt den Laden in Ruhe noch ausräumen lassen. AK-Zimmer 40, das schaut nice aus hier, das fliegt raus. Pistol Grip natürlich, aber sowas von. Scrap it. Augenschematik. Glück muss man haben. Hunting Rifle? Uiuiuiui. Uiuiui. Ah, da ist noch eins. Komm, komm, komm mit den Hunting Rifle Schematik oder sowas. Rocket Launcher Barrel, na klar. Sag tschüss, sag tschüss. Und ich weiß, draußen ist mehr Lagerplatz hier, aber
Was soll's? Was soll's? Kommi. Kommi, raus jetzt. Raus jetzt, rauf auf den Mobil. Und ab in die Heimat. Ab in die Heimat. Zirk. Schau ich noch kurz, wir haben eigentlich schon Ende der Folge, aber ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen doof, die Folge zu beenden, geht gerade so nicht. Es wird lustig. Ich ziehe hier einen ganzen Schlepptau-Pulk hier Zombies hinter mir her. Mitten in der Nacht. Was sehr schön ist. Wir haben Gott sei Dank aufgetankt. Ja, ja, ich wäre jetzt aber doch leider Mist. Ich muss, glaube ich, darüber. Um wieder zu mir auf die Straße zu kommen. Ich finde es gerade ein bisschen asozial, dass hier mein Scheinwerfer kaputt ist. Kann ja echt nicht wahr sein hier. Scheinwaffe kaputt und dann sollen wir hier in der Nacht heimfahren. Also wenn uns da die Bullen jetzt aufhalten, dann sieht's verdammt schlecht aus. Ja, guter Witz, ich weiß. Was braucht man noch alles für einen Rocket Launcher? Muss ich nachher mal gucken. Muss ich echt nachher mal gucken. Und was, wenn mir jemand die Info zulassen kommen könnte, mit der Batterie hier. Ob die quasi, lädt die wieder auf? Wird die irgendwann leer? Oder wie sieht das mit der Batterie eigentlich aus? Also Motor weiß ich, der macht anscheinend sowas mit Geschwindigkeit, weil wir sind hier bocklangsam. Wenn wir hier irgendwo liegen bleiben würden, mich würde es nicht wundern. Mal so überhaupt nicht. Nee, das wäre mal sehr interessant. Info über die Pocketbike, Minibike-Batterie. Und wie es denn hier im Random-Gebiet aussieht. Ich weiß, in Neverskane auf der Map, da ist irgendwann Ende. Da ist irgendwann Map-Ende. Ist das eigentlich hier im Random-Gen genauso? Weil so weit habe ich mich da eigentlich noch nie bewegt. Von dem her kann ich da leider nicht mitreden. Also ich weiß, Neverskane, da ist irgendwann Ende, da kann man nicht weiter, weil sonst stirbt man, glaube ich, einfach so. Aber hier, oh, puh, keine Ahnung. Ach, die Batterie lädt sich jetzt gerade auf, sehe ich. Vorhin hatten wir 61%, jetzt haben wir 63%. Oh, hallo Jogobär. Jogobär der Grausame. Beste Idee ever, hier nochmal rauszufahren, auch am Hundehorntag. Ist vielleicht erst empfehlenswert, wenn man ein Pocketbike hat und dementsprechend weit wegkommt von seiner Base. Dann ist es, glaube ich, ja, wie gesagt, gut machbar, weil dann die Hunde kommen vielleicht dann ins eigentliche Lager von einem. What the heck? Wo fahre ich hier eigentlich hin? Bin ich hier noch richtig? Doch, doch, doch. Ja, genau, die Hunde können dann vielleicht ins normale Lager laufen. Glaube ich mal sehr schwer, dass die das machen werden. Und von dem her kann man die natürlich exzellent umfahren. Und so wie es aussieht, ist es auch gar nicht mal so doof, wenn man mitten in der Nacht hier losfährt mit seinem Pocketbike. Natürlich vollgetankt. Denn so spart man sich einen Haufen Zeit. Ach, hier meine Punkte gehen hier immer wieder weg. Ach so. Genau, man spart sich einen Haufen Zeit, indem man hier halt einfach schon unterwegs ist und normalerweise startet man ja erst so einen Aufbruch immer am Morgen, weil man sich denkt, ja klar, hier morgen, da ist schön Licht und alles. Aber im Endeffekt braucht man es ja eigentlich überhaupt nicht. Also zumindest auf dem Pocketbike nicht. So, aber gleich sind wir zu Hause, dann kann ich beruhigt die Folge beenden. Und dann können wir nächste Folge tatsächlich noch einen Auger bauen.
Auge Parts haben wir. Wir haben Auge Blade, genau. Ein Motor könnten wir aus dem Pocketbike rausbauen. Oder auch nochmal versuchen, dass wir ein paar Autos zerlegen, denn wir können Wrenches jetzt auch selbst bauen. Da könnten wir auch eine gute direkt rausspringen dabei. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann, wie gesagt, ein bisschen den Bunker ausgießen. Oh, das wird schön, das wird nice. Ich werde zwar gar nicht mal so viel ausgießen, bloß hier den äußersten Rahmen, aber ich glaube, das macht schon einen Haufen dann aus. Okay, wir sind wieder wohlbehalten zu Hause. Ich verdüse mich mal kurz nach hier oben, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wirklich cool. Die ganzen tollen Sachen, was ich jetzt bauen kann. Vollgestopft mit tollen Sachen hier ein Haufen. Boah, lecko mio. Wie baut man eigentlich einen Rocket Launcher? Können wir da schauen wir noch kurz rein. Okay, wir brauchen dafür noch einen Stock. A Launcher Receiver und Parts. Okay, den werden wir garantiert nicht mehr bauen können. Schade. Aber wir haben mal einen Teil dafür gefunden und das noch in Flawless. Also jetzt greift jetzt richtig ab. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht es gut.